Moin Moin und willkommen zu Beyond Soul. Wir haben hier gerade die Ressourcen eingesammelt und wollen die jetzt mal nach Hause bringen. 81, ja. Ja, bringen wir erstmal nach Hause. Da ist schon wieder der Thoriumpreis bei uns hoch. Und noch einmal gucke ich. Stadt. Nein, immer noch keine Stadt. Tja. Ich überlege gerade, ich bin jetzt ungefähr eine Stunde am Spielen, ne? Glaube ich. Und immer noch keine Stadt entstanden. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also in meinem Probespiel sind die Städte deutlich schneller entstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen Bonus ist, so ein Zeitbonus, dass das Spiel sagt, ja, wenn er Kolonist machen möchte, dann soll er auch gerne hier, was weiß ich, ein, zwei Stunden haben, bevor wir irgendwas machen. Aber stand in der Beschreibung dabei, dass Städte entstehen. So, Schiff hier mal reparieren. Markt. Wir gucken mal. Packe ich mal dahin. Gehen wir zum Schiffchen Titanium. Oh, ich möchte das Titanium ja ungern verkaufen. Thorium. Das bringt gut Zaster. So, jetzt haben wir 17.000. Bei ihm mache ich nur mal einen vorsichtigen Blick, da sieht man es, 100.000 Credits plus Ressourcen. Jo, ne? Was haben wir denn? Wir haben von allem genug, könnten also ein solches Gebäude mal aufrüsten. 210 mehr und übrigens 120 mehr, ne? Ja. Speicherkapazität erhöhen. Gut, dann gucken wir mal nach was anderem, nämlich nach dem Hangar. Ich werde jetzt mal einen Hangar bauen. Ja, gut, das hier halt so verschieben. Ich überlege gerade, wo ich den hinbaue. So, der erhöht nämlich A, das Schiffslimit für die Reserve. Und B, das Kommandolimit. Wir können jetzt hier mal eben hingehen und, ach ja, Schiff können wir noch nicht kaufen, aber das ist ein kleiner Kreuzer, mittlerer Kreuzer, schwerer Kreuzer, Unterstützungsschiff. Mittlerer Kreuzer kostet 4 Kommandolimit. Hangar Space sieht da, aber das wird als Kommandolimit beschrieben. Da steht es auch. Fleet Kommandolimit. Ja, bevor wir die bauen können, müssen wir noch ein Spezialgebäude bauen. Ne? Einmal Tekla Corporation und einmal Exeter Corporation. Wir nehmen mal Tekla und hoffen, dass wir das irgendwo reinquetschen können. So ein bisschen. Na, ich hau's da hin. So, gucken wir nochmal. Jetzt sind die freigeschaltet, die ersten beiden. Dafür brauchen wir das Gebäude auf Stufe 2 und dafür auf 3. Hierüber kann man das upgraden, dass die Schiffe besser werden. Man sieht da Hüllenbonus, Schildbonus, DPS-Bonus und so weiter. Ja, 7.500 Credits. Aber keine Ressourcen, nur Credits. Ich überlege gerade, ob ich einen baue. Kostet allerdings auch Unterhalt, ne? Also wenn man den in der Flotte hat, dann geht das Geld hier flöten. Aber erstmal wieder Ressourcen sammeln. Ups, hab das Haar erwischt. Erst dichter dran, gerade entstanden. Das sind jetzt 4 Piratenschiffe. Normalerweise hat man so eine Mischung von zivilen Schiffen und Piratenschiffen. Als Simulation eines Kampfes oder warum auch immer. Keine Ahnung, jetzt waren es halt nur Piratenschiffe. Ist auch schade, dass sowas einfach nur zufällig entsteht und nicht aus tatsächlichen Kämpfen heraus. Allerdings kann man, glaube ich, zu einem Kampf hinfliegen, wenn er vorbei ist und dort Trümmer einsammeln. Die werden nur nicht als Trümmerfeld angezeigt. Ich weiß das gerade nicht genau. Ich weiß nur aus meinem eigenen Kämpfen, dass halt Trümmer zurückkommen.
Hey. Gleich mal die Ressourcen direkt vor der Nase. Das ist schön. So, 15 passen auch rein. Ein Pottchen noch dazu, das wäre schön. Dann haben wir den Frachtraum voll. Aber hier zeigt sich nichts mehr. Bestimmt irgendwo noch Ressourcen rum, aber sonst wo. Ah! So, jetzt will ich mal gucken. Da ist ein Kampf, da ist ein Kampf und hier war irgendein Kampf. Ich versuche mir mal den zu merken. Dann springen wir da einfach gleich mal hin und gucken mal, ob da was zu holen ist. Ja, der Nebel hat irgendwie gar keine Auswirkungen, soweit ich das weiß, außer dass eben Radar ausfällt. Ich weiß nicht, ob da irgendwas geplant ist. Ich habe mich darüber noch nicht informiert, was in zukünftigen Updates kommen sollte. Ich hatte das Spiel jetzt gerade erst gekauft und direkt installiert und mal losgelegt. Ob die Nebel vielleicht bestimmte Eigenschaften kriegen, zum Beispiel dass Schilde ausfallen oder dass die Hülle korrodiert oder wie auch immer. Ich denke, das Spiel hat da einige Möglichkeiten für weitreichende Features. Einfach mal abwarten, was daraus noch wird. So, 227 Legion. Ich würde trotzdem ganz gerne mal upgraden. 16.000 Credits. Ja, es ist einfach leichter, mal eben 9 hinzusetzen. So, bumm. Haben wir 100 mehr. Ein Upgrade kostet hier 10.000 Credits. Erstmal verschieben wir. So, 309 von 400. Das tut er nicht. Gucken wir mal. Da war der Kampf und da ist jetzt Pirate Bounty. Das heißt, da fliegen immer noch Piraten rum. Dann fliege ich da nicht hin. Durch das Ausbauen sieht man auch, wie das Geld hier unten langsam runtergeht. 687, wir waren mal bei 800 noch was. Ja, ich würde das Einkommen gerne deutlich erhöhen, sodass wir da ordentlich Kohle scheffeln können. Das würde uns schnell voranbringen. Denn die Städte, man sieht hier auch den Entwicklungsstand, 27, also 27 Einwohner oder 27 Millionen oder Milliarden oder wie auch immer. Auf jeden Fall 27 ist für die Größe der Städte. Und die sind mir davongerannt, die Computer, mit ihren Städten. Ich bin mal hingeflogen, habe mich mal so umgeguckt, gesehen, dass die viel upgraden. Aber ich habe keine Ahnung, ob das ausschlaggebend war, also dass das wirklich daran lag. Oder als ob der Computer halt was weiß, was ich noch nicht weiß. Ich bin ja auch noch dabei, das Spiel kennenzulernen. Pium, pium. So, guck ich mal. Ich würde ja wirklich gerne hinfliegen. Ich werde es mal wagen. Vielleicht können wir auch mal unser Schiff und unsere Waffen upgraden. Das kostet viele, viele Credits. Oh, da ist es jetzt weg. Aber schon
Munition auch da. Und dicke Schiffe. Oh, da schlagen die. Boah. Oh, das Symbol ist verschwunden. Piraten aber nicht. Also unfair. Oh, fies. Da denkt man, man kann sich ein bisschen Trümmer holen. Und dann sowas. Ich sehe gerade, die haben auch nicht wirklich vollen Frachtraum, ne? Mit so wenig Hülle traue ich mich aber auch nirgends rein. Erstmal reparieren. Sehr hohen Preis. Ja. Population ist ein bisschen niedrig. 10.000 Credits. Ich überlege gerade, wie wir am effektivsten unser Credit-Einkommen aufstocken können. Bin mir da aber nicht sicher. Und ich möchte ungern über Radarstationen hinsetzen, weil die auch ständig überfallen werden können. Wobei 225 pro Minute ist natürlich auch wenig. So, Comedian. Wo sind wir denn überhaupt da? Der hatte Osmium drin. Ja, es ist dann immer dieses Spiel mit den Werten. Das hat man ja auch in anderen Spielen. Erhöht man das Einkommen, verliert man Einwohner und Strom, muss man beides erhöhen. Dadurch verliert man wieder Einkommen. Ewig hin und her. Da kann ich schon mal einen hinschicken. Die Richtung muss ich, um den anderen Roten einzusammeln. Bevor ich auf die Minimap geguckt habe, war das noch 54 oder so. Da dachte ich auch, kann man ja noch ein Feld mitnehmen. An der Geschwindigkeit des Schiffs wird sich auch mit Upgrades nichts ändern. Man kann nur ein Zusatzmodul einbauen, mit dem man kurz Schub kriegt. So eine Art Nachbrenner. Den habe ich aber noch nicht getestet. Kam ich noch nicht zu. Weiß also nicht, wie effektiv der ist. Oder ob der nur für den Kampf taugt. Na komm, komm. Gleich hast du es geschafft. Gleich hast du es geschafft. Drin, dann sind wir 98, okay, quasi voll. Und wieder zurück.
Mich lässt das mit den Piraten hier nicht los. Gibt es ein Spiel, wo man richtig Pirat spielen kann? Also nicht sowas wie Pirates, sondern... Also, ja. Bei Pirates zum Beispiel stört mich zu sehr, dass man einfach Schiffe immer kapert und sich damit aufrüstet, die Schiffe dann verkauft, um damit das Geld reinzukriegen. Das ist nicht wirklich piratenhaft für mich. Es ist eher so, dass man so sein Schiff hat. Schön wäre es, wenn das Schiff upgradefähig wäre, mit ein paar ulkigen Sachen. Und wenn man tatsächlich dann Handelsschiffe oder Handelsposten aufbringen muss, Überfälle machen muss, nur einen bestimmten Zeitrahmen hat oder sowas in der Art. Gibt es sowas? Kennt da jemand was? Gehen auch alte Spiele. Habe ich auch nichts gegen. Oh, voll. So. Schauen wir mal. Verhökern wir? Das verhökern wir. Da verhökern wir das. Das verhökern wir. 3,75 liegt noch da. 16.000. Tja, du würdest 120 mehr bringen. Du brauchst noch etwas Geld, das würden wir hinkriegen. Würdest 210 mehr bringen. Ich glaube, ich werde tatsächlich mal Außenposten bauen. Ne? Aber dafür brauche ich erstmal Leute. Population 6. Wenn ich ein neues baue. Population 6. Dann werde ich mal upgraden. So, kann ich noch ein zweites upgraden? Dann würde ich darauf verzichten, jetzt die Radarstation zu bauen. Titanium, Iridium. Strom muss ich darauf achten. Wie viel Strom verbraucht das? 2. Gut, das geht. Ich habe vergessen, wie viel Geld das kostet. Unglaublich. So, ja, verkaufen wir die da auch noch. Upgraden gibt. So, haben wir 12 Leute, aber nur noch einen Strom. Du bist auf 1. Ihr würdet 12.000 Credits kosten. Ja, gut, ich werde an dieser Stelle erstmal einen Cut machen und bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.